Moin Leute, willkommen zurück bei BF Gaming. Und zwar heute in diesem Video sprechen wir über eine Theorie von Marok. Da haben wir nämlich eine gewagte Theorie. Genau, bevor das Video natürlich losgeht, ein kleiner Disclaimer. Unsere Theorie mit Starkiller oder Maide war natürlich nicht richtig, wie Theorien sich oft als falsch herausstellen. War trotzdem, denke ich, hat Spaß gemacht, darüber zu reden. Euch hat das Video auch sehr gut gefallen, also danke nochmal daran. Aber heute reden wir eben nochmal über eine Theorie von Marok, was ja eigentlich nicht so krass nötig ist, weil er eben furztot ist. Aber genau darüber wollen wir natürlich reden, weil wir haben bei seinem Tod natürlich einiges gesehen, was mit ihm passiert ist. Der hat sich ja so aufgelöst, kann man sagen. Und bevor wir jetzt auf die Theorie eingehen, wollte ich nur nochmal kurz sagen, wir werden auch kurz darüber sprechen, noch so ein paar Fragen uns stellen und die auch beantworten. Also warum ist Marok überhaupt da, wann wurde er geschaffen und warum? Aber wir fangen erstmal an, was unsere Theorie überhaupt ist, würde ich sagen. Und dazu übergebe ich an dich, Dominik. Ja, also um das ganz einfach zu sagen, wir haben die Theorie, dass er von Morgan, wie heißt ja, Morgan Elsbeth. Ja, Morgan Elsbeth. Dass sie einfach erschaffen wurde, weil wir wissen ja, dass sie eine Nachtschwester ist. Genau. Und dass sie einfach da wie Maul, wie ist der andere? Savage, ja. Dass da einfach ganz viel Hexerei mit drin ist. Da ist aber natürlich die Frage, wie kann das einfach nur so ein Rauch sein in einem Körper? Ja. Ohne Persönlichkeit großartig. Genau. Also grundlegend sind wir eigentlich einer Meinung. Also das ist eben auf jeden Fall, was mit Hexerei zu tun hat. Ich meine, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Sonst hättet ihr wahrscheinlich schon aufs Video geklickt. Aber ist natürlich die Frage, haben wir da vielleicht so eine Beschwörung eines Toten? Vielleicht so, wie es auch Mutter Telsin gemacht hat? Und dieser Tote, vielleicht war es, nee, eine Frau war es wahrscheinlich nicht, weil es war ja eine männliche Stimme. Aber dass vielleicht irgendeine Art von Kreatur von Dathomir, ja, ein Untoter da hinter der Rüstung war. Wäre jetzt auch so meine Theorie, mein Gedankengang dazu. Was natürlich ein bisschen krass ist, ist halt eben der Punkt, dass er halt jetzt schon tot ist. Das heißt, er war wirklich ein Niemand. Es ist gar nicht bedeutsam, wer er ist. Ja, wir haben uns alle gefragt, wer ist er? Wir haben die wildesten Theorien gehört. Im Prinzip ist es unwichtig. Und das finde ich auch irgendwo cool, dass Marok halt, Marok irgendwo geblieben ist, ja. Das ist jetzt kein krasser Charakter, sondern er war halt einfach nur da, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, warum ist er da und wann wurde er von Morgan Elsbeth gemacht und warum gibt es Marok? Warum gibt es nicht Maroks oder eine Armee Maroks? eine Armee, na, ich denke, dafür war ihre Kraft auch zu schwach. Ja, also das ist die Frage, wie viel Kraft musst du aufwenden, ohne dass du durch zu viel Kraftaufwand stirbst. Ja, wie viel Kraft und wie viel Wissen hat diese Morgan Elsbeth vielleicht auch, um das zu machen? Ja, ja, ob sie da viel in Kontakt war mit Mutter Telsin. Genau. Die Frage auch. Und da stellt sich auch die Frage, wann denkst du denn, wurde er erschaffen? Weil ich meine, wir haben jetzt Shin, Baelin und eben Marok bekommen. Die sind ja pretty much aus dem Nichts. Ich meine, bei Shin und bei Baelin haben wir gewusst, okay, die sind noch, zumindest bei Baelin, der ist halt Order 66 Überlebender, bla bla bla. Aber bei Marok, wann wurde der denn geschaffen von einer Morgan Elsbeth? Was denkst du? Also ich kann mir vorstellen, jetzt ganz gewagt, dass er in der ersten Folge erschaffen wurde, nach ihrer Befreiung. Die Frage ist, kann es davor passiert sein? Ja. Aber du hast Marok nicht gesehen bei der Befreiung. Stimmt. Warum war er nicht dabei? Stimmt. Also ist es meine Theorie, dass es danach passiert ist. Mhm. Aber warum hast du es nicht gesehen? Und vielleicht auch wurde er davor, aber warum haben sie ihn nicht gebraucht bei einer Befreiung? Genau. Was hat er getan? Was hat er getan und warum trägt er überhaupt ein Inquisitorenlichtschwert? Ja, das ist, da bin ich auch gespannt, aber ich glaube, dass es einfach irgendwie abgenommen gefunden wurde. Vielleicht von Baelin. Ich glaube, da musst du nicht viel. Ja, also ich glaube, da musst du nicht viel reinspinnen, warum er das Licht vielleicht hat. Dann ist halt die Frage. Vielleicht ist es ja auch irgendwo ein neuer, unbekannter, bereits gestorbener Inquisitor einfach gewesen, weil die Rüstung würde ja zu einem passen. Und Morgan Elsbeth hat nur diesen einen Inquisitor, eben Marok, halt irgendwie nochmal untot gemacht, ja. Und deswegen, haben wir keine Armee von Maroks, weil es halt eben nur dieser eine ist. Könnte natürlich auch irgendwo sein. Ja, also wir wissen es alle nicht. Das kann sein, ne? Das würde dann, das ist dann die Frage, hat er eine große Persönlichkeit oder nicht? Ja.
Und wenn das so ist, wie du sagst, dann kann es auch sein, dass er eine Persönlichkeit hat, weil du hattest ja, der im Prinzip immer nur Befehle befolgt. Ja, definitiv. Eigensinniges. War ja wie so ein Droide. Ja, kann man schon sagen. Er hat nur Befehle befolgt, er hat nichts anderes getan. Hatte gefühlt auch, wirkt so wie auf mich, dass er keinen eigenen Willen so richtig hat. Ja, einfach nur Mittel zum Zweck. Da könnte man natürlich auch sagen, dass vielleicht war. Ja, das ist aber auch schon wieder ein bisschen. Aber ich meine, wir sind ja ein Theorienvideo. Das ist also vielleicht doch gar nicht so weit hergegriffen. Wir sind alle gespannt. Das ist einfach, dass er vielleicht untot war, aber nicht nur bloß untot, sondern gleichzeitig von Elsbeth verflucht. Also, dass er irgendwie einen Fluch hat, dass er eben gehorchen muss, weißt du? Und dass er irgendwie da. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass das so irgendwie ist. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass er seine lebende Form. Wurde verflucht und sie es ihm verboten hat zu sterben. Genau. Irgendwie so kann man das erklären. Also das finde ich krass. Ich finde, er war ein cooler Dude. Er ist halt jetzt weg. Einfach Fujikado. Aber ne, wir wissen es nicht, vielleicht kommt der Marok 2.0 noch. Ja, vielleicht wurde er auch geklont. Nee, aber geklont, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Ein bisschen Hexerei und dann zack. Genau, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von seinem Tod haltet. Und vor allem, was eure Theorie zu Marok ist. Ja? Wer war er? Wer ist er? Vielleicht ist er ja noch am Leben. Ist er unter uns? Vielleicht stimmt ihr uns auch zu? Genau. Ob das 100%ig so passiert ist, wie wir das sagen? Genau. Und ich denke, damit haben wir alle Fragen beantwortet. Und ansonsten, Dominik, wünsche dir lasst ein Abo und ein Like da. Und das war's auch schon mit dem Video.